Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute über den Eilantrag sprechen. Was genau ist dieser Eilantrag, auch bekannt als das schärfste Schwert gegen diese auch als Betrüger bekannten Menschen beim Jobcenter? Vielleicht habt ihr schon oft von diesem Eilantrag gehört, aber noch nie einen eingereicht. Vielleicht habt ihr aber auch noch nie davon gehört und wisst gar nicht das, was es ist. Falls ihr aber eines von den beiden seid und im Hartz-IV-Bezug seid oder mit dem Gedanken spielt, in den Hartz-IV-Bezug zu kommen, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dabei bleiben und erfahren, womit es, was es genau mit dem schärfsten Schwert gegen die Betrüger vom Jobcenter auf sich hat. Und falls ihr selbst schon Eilanträge eingereicht habt, dann solltet ihr auch auf jeden Fall dranbleiben. Dann könnt ihr mich nämlich verbessern, falls das irgendwo notwendig sein sollte. Und ihr könnt bestimmt gute Tipps in die Kommentare schreiben und mit der Community teilen. Was genau ist der Eilantrag und wofür braucht man ihn? Der Eilantrag heißt eigentlich Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, aber weil man ihn meistens braucht, wenn es besonders eilig sein soll, wird er auch Eilantrag bezeichnet. Den Eilantrag, also den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, reicht man beim Sozialgericht ein. Daraufhin wird in kürzester Zeit eine einstweilige Anordnung, das heißt eine vorläufige Entscheidung des Gerichts bewirkt, die rechtskräftig ist bis zur endgültigen Entscheidung in der Hauptsache. In welchen Situationen braucht man einen solchen Eilantrag? Man kann einen Eilantrag bzw. einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens einreichen. Und zwar deshalb, weil Widerspruchsverfahren oft sehr lange dauern, man als Leistungsbezieher oder als Leistungsbezieherin oft aber in einer Situation ist, in der man nicht viel Zeit hat und dringend eine Antwort oder eine Entscheidung braucht. Wenn man einen Eilantrag beim Sozialgericht einreicht, dann trifft dieses in kürzester Zeit eine Entscheidung, die dann rechtskräftig ist, bis die endgültige Entscheidung im Widerspruchsverfahren gefallen ist. Das heißt, ein Eilantrag ist immer dann wichtig, wenn wir in einem Widerspruchsverfahren mit unserem Jobcenter sind. Das heißt, wenn wir gegen einen fehlerhaften oder nicht gerechtfertigten Bescheid Widerspruch eingelegt haben, dann können wir auch einen Eilantrag beim Sozialgericht einreichen. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Eilanträgen bzw. von einstweiligem Rechtsschutz. Ist erstens die Anordnung auf aufschiebende Wirkung und zweitens die einstweilige Anordnung. Die Anordnung auf aufschiebende Wirkung wird immer dann angewandt, wenn der Bescheid, den wir anfechten wollen, in eine bestehende Rechtsposition eingreift. Das heißt, angenommen, wir haben irgendwann einen Bewilligungsbescheid erhalten und werden irgendwann danach sanktioniert. Dann greift der Sanktionsbescheid in unsere bestehende Rechtsposition, das heißt die bereits zugesicherten Leistungen, ein. Wenn man also Sanktionen bekommt und denen widerspricht und dann parallel dazu einen Eilantrag beim Sozialgericht einreicht und dieses dem Eilantrag zustimmt, dann werden die Sanktionen ausgesetzt, bis es zu einer endgültigen Entscheidung im Widerspruchsverfahren kommt. Mit der einstweiligen Anordnung wird das Jobcenter zu einem bestimmten Handeln verpflichtet, ohne dass das irgendwas mit einer bestehenden Rechtsposition zu tun hat. Zum Beispiel, wenn man einen Antrag auf Hartz IV eingereicht hat, der aber abgelehnt wurde, dann reicht man natürlich einen Widerspruch beim Jobcenter ein und parallel dazu einen Eilantrag beim Sozialgericht auf einstweilige Anordnung. Wenn dem Antrag dann zugestimmt wird, wird das Jobcenter vom Sozialgericht dazu verpflichtet, die Leistungen zu zahlen, auch wenn noch keine endgültige Entscheidung im Widerspruchsverfahren getroffen wurde.
Es ist wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass es theoretisch möglich ist, dass im Widerspruchsverfahren anders entschieden wird, als das Sozialgericht entschieden hat. Dann müsste man theoretisch Gelder zurückzahlen. Ich glaube aber, das kommt relativ selten vor. Hat irgendjemand einen Erfahrungswert oder weiß, wie wahrscheinlich das ist, dass im Widerspruchsverfahren anders entschieden wird als vom Sozialgericht? Ist das bei irgendjemandem von euch schon mal passiert? Schlimmstenfalls müsste man dann Geld zurückzahlen, aber wenn man kein Geld hat, dann kann man auch kein Geld zurückzahlen. Und dann ist die Inkasso, glaube ich, auch mit sehr geringen Beträgen zufrieden und man wird als zahlungswillig eingestuft, glaube ich, habe ich mal gehört. Was sagt ihr dazu? Darum mein Tipp an euch, nur Mut zum Eilantrag. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, dann probiert es mal aus. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein laufendes Widerspruchsverfahren. Und bei der Menge an Bescheiden, die das Jobcenter rausschickt, sollte es ja nicht so schwer sein, einen zu finden, den man anfechten kann. Nicht vergessen, jeder zweite Jobcenter-Bescheid ist fehlerhaft. Widersprüche und Eilanträge schreiben ist aber nicht nur wichtig, damit ihr zu eurem Recht kommt, sondern auch damit ihr dem Jobcenter zeigt, ihr wehrt euch, ihr macht Arbeit und ihr kennt euch aus. Dann bekommen die nämlich Angst vor euch und lassen euch in Ruhe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei euren Widersprüchen und Eilanträgen. Schreibt mir gerne, was ihr vorhabt, was ihr anfechtet, wie es läuft und wenn ihr irgendwelche Tipps und Vorschläge oder Ideen habt, dann schreibt mir die natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss!